Einen wunderschönen guten Tag aus Ljubljana. Ich berichte hier vom Ende der Dienstreise, die wir als AfD-Fraktion, als Arbeitskreis für die Angelegenheiten der Europäischen Union hierher gemacht haben. Und es war in der Tat eine spannende Reise. Erst schon mal ein wunderschönes Land. Man sieht es ein bisschen im Hintergrund mit der Burg, mit dem Platz hier, mit den drei Brücken. Aber natürlich auch landschaftlich wunderschön. Aber darum ging es natürlich nicht bei dieser Reise, sondern vor allem darum, wie sich dieses kleine, aber feine Land in der EU-Politik positioniert. Wir sind ja in wesentlichen wichtigen Zeiten. Slowenien hat jetzt die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union für ein halbes Jahr. Die nächsten sind dann Frankreich. Und in diese Zeit fällt ja das, was Macron auch angeleiert hat mit Ursula von der Leyen, nämlich die Konferenz zur Zukunft Europas, wo versucht wird, Verfassungsänderungen, also das heißt Verfassungsänderungen, Vertragsänderungen, hin zu einer sozusagen europäischen Verfassung zu verabschieden. Das ist von manchen das Ziel, offiziell nicht, aber manche können sich das durchaus sehr gut vorstellen, so etwas zu machen. Und da wollten wir natürlich ein bisschen reinhören, wie verhalten sich die Slowenen da in genau dieser Beziehung, die ja so wichtig ist für den Fortbestand überhaupt unserer souveränen Nationalstaaten. Denn wenn es Vereinigte Staaten von Europa gibt, dann ist es vorbei mit Vielfalt, dann ist es vorbei mit Souveränität. Und dazu haben wir einige Gespräche geführt. Diese Gespräche finden ja immer unter Chatham House Rules statt. Das bedeutet, dass im Wesentlichen man nichts nach draußen gibt von dem, was dort besprochen worden ist. Entsprechend tue ich das auch nicht in diesem Video. Das Einzige, was sich wirklich abgezeichnet hat als Position Sloweniens, und zwar über Partei und Politikgrenzen hinweg, war die Auffassung, dass der Westbalkan auch mit in die Europäische Union kommen sollte. Das ist ein wesentliches Ziel der Regierung und da haben wir natürlich auch unsere Probleme damit, weil wir sagen, nee, die Europäische Union sollte nicht irgendwie erweitert werden. Der Westbalkan hat dort nichts zu suchen. Wir brauchen keine Staaten wie Bosnien-Herzegowina und Serbien in der Europäischen Union. Auf der anderen Seite bekräftigt das auch irgendwo unsere Programmposition, die wir als AfD haben. Wir wollen ja den Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union und zeitgleich die Neugründung einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die natürlich dann auch breiter aufgestellt werden kann. Also wenn man nicht so in die Tiefe geht, wenn man nicht für andere Staaten haftet, wenn man nicht irgendwie kulturell festgenagelt wird auf irgendeinen Punkt, dann kann man natürlich auch wirtschaftlich darüber nachdenken, auch Länder wie Serbien oder Bosnien-Herzegowina mit in zum Beispiel eine Freihandelszone mit aufzunehmen. Und dann sieht das Blatt schon völlig anders aus. Dann kann man sicherlich auch eine solche Forderung gegebenenfalls unterstützen. Wir hatten auch ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit dem Vertreter der deutschen Minderheit hier in Slowenien, der uns dargelegt hat, in welcher rechtlichen Position eben diese Volksgruppe hier ist. Da wird auch noch politische Arbeit von unserer Seite hineinfließen, insbesondere von meiner. Ich werde versuchen, das im Europarat weiter zu verfolgen, um dieser Volksgruppe hier, die nicht die Anerkennung genießt, die sie haben sollte, zu helfen. Aber das ist eher ein innenpolitisches Thema, im besten Fall noch ein europapolitisches Thema. Und hat eigentlich mit deutscher Bundespolitik eher wenig zu tun. Ja, das war die letzte Dienstreise, die wir als EU-Arbeitskreis in dieser Wahlperiode unternommen haben. Eine wichtige dennoch, weil wir mit vielen Eindrücken, mit vielen Hintergrundinformationen wieder nach Hause fahren. Und das wird auch weiterhin natürlich helfen, dabei unsere politische Position zu formulieren. Herzliche Grüße aus Ljubljana in Slowenien.